eine schöne bunte Gruppe. Tschüss. Viel Spaß euch. Bis in 5 Stunden. Wir werden sehen. Aber du stichst mit dem Orangen richtig raus. Ja, ne? Mhm. Die Puckcraft Gang ist unterwegs. Yay! Ja, deswegen stehen wir hier. Danke. Ja, wir fahren jetzt hier auf der Ilmenau. Und zwar von Bienenbüttel Richtung Lüneburg. Und es ist wirklich sehr schön hier. Es ist angenehm. Temperaturen waren deutlich über 30 Grad angesagt. Es ist heute ein bisschen bewölkt, aber es lässt sich ganz gut aushalten. Ich schätze mal, es sind so knapp an die 30 Grad. Und im Großen und Ganzen, ja, es ist sehr schön. Es ist viel Wasser im Fluss, also deutlich mehr, als wir erhofft haben. Und wir fahren jetzt halt, wie gesagt, so ungefähr 11 Kilometer bis zur Roten Schleuse. Und dort ist dann wieder der Ausstieg für uns. Und ich denke mal, es ist eine sehr schöne Gegend hier, kann man echt empfehlen, einmal auf der Ilmenau mit einem Packraft zu fahren oder mit einem Paddel, mit einem Kajak, mit einem Sub, wie auch immer. Tja, wo filmst du jetzt? Links oder rechts? Ja, links oder rechts. Ich kann ja... Natürlich die Frauen, Zacki. Ne? Ist klar. Zacki. Oh, jetzt wurde ich angeditscht. Das hat Ronny mit Absicht gesagt. Na, schön hier auf der Ilmenau, ne? Das ist schön hier. Das ist eine Libelle auf dem Kopf. Ich hab eine Libelle auf dem Kopf? Okay. Ich habe sie gespürt sogar gerade. Oh, jetzt fahre ich genau in die Rabatten hier rein. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Diese Ruhe hier ist wirklich toll. Also man hat jetzt ein bisschen was von der Straße gehört, hier von der B4. Weil die Ilmenau so bei Grünhagen ein paar Meter direkt an der Straße entlang führt. Also wenn es Schatten hat unter den Bäumen, ist es wirklich angenehm. So in der prallen Sonne ist es doch schon ziemlich warm. Und das Boot bekommt richtig Temperatur und wird also auch richtig fest jetzt nochmal durch die warme Luft. Aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr angenehm hier zu fahren. So, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Da hinten ist eine große Schwanenfamilie. Und die scheinen aber ganz entspannt zu sein, ne? Da vorne sollen wir gleich durch. Links. Links vorbei. Sieht doch ganz gut aus. So, mal gucken, wie wir das schaffen hier, ne? Oh, es geht aber. Alle durch! Tja, was soll ich sagen? Es könnte wirklich schlechter gehen. Absolut. Wir fühlen uns wohl hier. Wir lassen uns gerade ein bisschen treiben. Das Boot dreht nicht so doll. Noch jetzt fängt es wieder an. Sehr angenehm und es geht ein leichter Wind. Es ist relativ stark bewölkt jetzt allerdings und die Sonne ist nicht so stark und wir fühlen uns wohl. Und ich muss schon wieder aufpassen. Ja, Yvonne testet immer die Wassertemperatur hier, ne? Ja. Obwohl, du gibst ein bisschen Stabilität noch damit, ne? Du hast so wie so Kufen an der Seite, ne? Diese Schnellboote, die fahren da auch auf Kufen. Ne? Wenn du ganz schnell paddelst, dann fährst du auf deinen Fußsohlen. Ja, genau.
geile Tour, wa? Sehr geile Tour, ja. Also kann man echt empfehlen, hierher zu fahren. Wirklich traumhaft schön. Und hier gibt es ganz viele private Grundstücke mit tollen Stegen, die man nicht betreten darf. Oh nein, jetzt hat Yvonne mich in die Weide geschickt. Oh nein, Yvonne. Meine Brille. Manno, ey. Dirk hat ja Ende der Tour. Ja, schade. Was hat die Uhr gesagt? Wie viel Strecke haben wir gemacht? Wir haben fast 14 Kilometer, 13,7. Wow. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3,8 km/h. Okay, wie lange waren wir unterwegs? Gut 3,5 Stunden. Ja, sehr geil. So, das war jetzt hier die Ilmenau von Bienenbüttel bis Richtung Lüneburg. Hier ist jetzt der Ausstieg an der Roten Schleuse am Campingplatz. Man könnte jetzt hier noch weiterfahren, den Fluss runter, nochmal ungefähr 3,5-4 Kilometer bis nach Lüneburg zum Schrödersgarten. Da ist dann auch Ende, weil da gibt es ein Wehr, da kann man nicht weiterfahren. Aber die Strecke ist auch sehr schön, die haben wir schon mal gemacht. Aber das hier war jetzt wirklich toll. Das war eine richtig schöne, geile Strecke. Ja, auch wenn viel los ist heute, aber... Ja, ist halt Sonntag, ne? Und bei dem Wetter kein Wunder, ne? Ja.